Ja, dann herzlich willkommen, lieber Christian, vor dem Spiel am Samstag um 16 Uhr gegen FSV Frankfurt, das kleine Main-Derby. Da freuen wir uns drauf. Schön, dass du hier bist, Tai. Ja, kleiner Rückblick auf das Spiel gegen den Balinger SC. Es fing an mit einem Fanmarsch von der Szene und endete in einem Sieg mit vielen eigenen Toren. Was ziehst du aus diesem Heimsieg Positives mit? Oder was nimmst du Positives mit? Und was ist dir vielleicht in den 15 Minuten ab diesem Elfmeter, wo es dann 4-1 und 4-2 stand, durch den Kopf gegangen? Ja, zum einen nehme ich viel mit aus diesem Spiel erstmal. Ja, ich glaube, wir haben vieles schon auch nach dem Spiel direkt besprochen mit dem Fanmarsch, was unsere Fans hier aktuell abliefern, dass das einfach überragend ist und auch nie eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Und dieses Zusammenspiel Mannschaft, Fans, auch Zuschauer im Stadion, habe ich das Gefühl, dass das im Moment zu 100% passt, dass wir da auch die nötige Unterstützung kriegen. Und genau da würde ich auch direkt eingreifen in die 15 Minuten dann, die uns da so ein bisschen wieder aus der Bahn geworfen haben. Daran siehst du, dass wir halt auch in vielen Dingen noch nicht so stabil sind, dass wir manchmal im Spiel dann halt noch so Phasen haben, wo es dann halt auch nicht am Gegner liegt, sondern eher an uns, wie wir verteidigen, wie wir rausschieben, wie wir in den Höhen verteidigen, wie wir dann auch anlaufen. Dann haben wir da mal so eine Phase, wo wir dann einfach was zulassen, was total unnötig ist. Aber das zeigt halt auch noch die gesamte Saison halt bei uns, dass wir viele Dinge gut können und dass wir auch viele Dinge noch nicht so gut können, dass das wirklich auch noch ein Prozess ist, den wir da gemeinsam durchgehen müssen, dass wir mit vielen Videoschulungen die Jungs halt immer wieder daran halt auch erinnern, dass auch der letzte Schritt, der letzte Weg ganz, ganz wichtig ist, um Tore zu verteidigen. Mache ich es nicht, werden wir meistens immer auch knallhart dafür bestraft. Wir haben, glaube ich, in dem Spiel überragende Umschaltsituationen gehabt. Wir haben echt schöne Tore gemacht aus Umschaltsituationen. Das war wirklich bilderbuchmäßig und das konnte man sich top angucken. 5 Tore zu Hause geschossen nach dem Spiel in Mainz, wo die Köpfe extrem unten waren, wo es viel Kritik zu Recht gab, auch von uns intern viel Kritik gab. Aber wir haben dann auch schnell am Montag dann auch den Hebel wieder umlegen können. Es bringt ja nichts, in so Phasen draufzuhauen. Das ist einfach bei uns im Moment ein Prozess, den wir leider auch durchlaufen müssen. Auch wenn wir uns diese Spiele aktuell anders vorstellen. Man sieht ja auch an der Tabelle, was wir so ein bisschen verschenkt haben und wo wir hätten auch stehen können. Ne, das müssen wir halt hinkriegen. Ich habe es ja schon mal auch betont, Spiele, die du nicht gewinnen kannst, darfst du dann halt auch nicht verlieren. Du musst zumindest so kompakt stehen, dass du es gut wegverteidigst und dann nimmst du halt auch mal auswärts einen Punkt mit, dann ist das auch in Ordnung. Ja, und das ist jetzt, wie gesagt, dieser Prozess, dieser Lernprozess halt auch, den wir immer noch mal haben. Aber wir haben halt auch ein paar junge Jungs bei uns in den eigenen Reihen, die im Moment viel aufsaugen, die im Moment unheimlich viel mitnehmen. Wir haben mit Jan jetzt einen Stürmer, einen Jungen, der sein erstes Tor geschossen hat. Wanner hat sein erstes Tor geschossen. Das sollte genug Selbstvertrauen und Auftrieb geben für die nächsten Wochen. Und auch Alba, muss man sagen, jetzt nach der Kritik halt auch ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Mit 2 Toren in 2 Kontersituationen beteiligt, wo er überragend in die Tiefe ging, überragenden tiefen Laufweg hatte bei Winz ein Tor, dass er da in den Raum freizieht. Das sind alles so Dinge, die müssen wir positiv aufsaugen, positiv mitnehmen und auch in so ein Derby dann halt auch wieder umsetzen. Du sprichst es an, ein Derby, auch da wird es wieder einen Fanmarsch geben, traditionell vom MTW über die Brücke in Richtung Bornheim. Für das Team geht es klar mit dem Bus rüber zum kleinen Main-Derby, in dem jetzt was zählt? Also welcher Gegner steht da vor uns? Auf was kommt es an? Ja, wie du sagtest, Derby und halt auch viele, viele Kickers-Fans, die uns begleiten werden. Ich glaube, wir müssen jetzt gucken, dass wir diese Stabilität reinkriegen in so ein Spiel, dass wir weiter punkten, dass du regelmäßig punktest, dass du oben mit dran bleibst, das ist wichtig. Aber wir treffen auf eine Mannschaft, FSV, die schon viele Spieler in ihren eigenen Reihen haben, die auch so diese individuelle Qualität haben, Spiele entscheiden zu können. Ich habe sie jetzt mehrmals live gesehen in der Saison schon und auch im Pokalspiel gegen Hansa Rostock live gesehen. Schon eine Mannschaft, die gerade halt auch, wenn es dann um Verteidigen geht, das sehr gut gemacht haben.
hatten so in den letzten Wochen ein bisschen Pech mit Verletzungen, aber viele Spieler, die jetzt halt auch wieder zurückkommen und wieder reinkommen. Wir wissen, dass es auch ein wichtiges Spiel für unsere Fans ist, aber ich glaube, wichtig ist erstmal jedes Spiel für uns und wir müssen auch gucken, dass wir dann jetzt auswärts ja, so eine stabile Leistung auch abliefern, wie wir es gegen Hoffenheim gemacht haben und dass wir wenig davon sehen, wie wir uns in Aalen oder auch in Mainz präsentiert haben. Das wollen wir nicht sehen. Gibt es personell etwas zu verkünden? Also klar, Stabilität kommt auch viel von Fitness der Spieler. Oder kannst du neben den Langzeitverletzten aus dem Vollen schöpfen gegen die FSV? Ja, aktuell ist jetzt aus dem Spiel heraus nichts dazugekommen. Ein paar Kleinigkeiten, was aber nicht weiter schlimm ist. Irwin hat das Training heute abbrechen müssen, hat ein bisschen Probleme im Oberschenkel gehabt, aber ich glaube, das ist auch nichts Schlimmes. Vorsichtsmaßnahme, würde ich sagen. Und ansonsten können wir klar aus dem Vollen schöpfen. Die Verletzten, die wir jetzt hatten, die sind ja auch bekannt. Und dementsprechend wird jetzt da von den Jungs keiner kurzfristig zurückkommen. Und ja, ansonsten können wir aus dem Vollen schöpfen, haben gerade offensiv halt auch nochmal alle Möglichkeiten, egal in welcher Anordnung wir spielen, auch nochmal gut nachlegen zu können. Ja, vielen Dank, Christian. Dann freuen wir uns alle auf Samstag. Danke dir. Gerne.